5-0 gewonnen. Die ganze Mannschaft super gespielt, jeder zeigt, was in ihm steckt, dass wir richtig geilen Fußball gespielt haben und ja, ich habe mich zum Glück belohnen können. Und ja, super Tag, freue mich richtig. Man hat gesehen von Anfang des Spiels bis zum Ende, dass wir heute das Spiel gewinnen wollten. Wir haben das Spiel sehr gut gelöst, die Chancen genutzt und wir sind zufrieden. Im Fußball gibt es, glaube ich, das perfekte Spiel wird es nie geben. Wenn man sucht, wird man immer was finden. Ich glaube, heute brauchen wir jetzt nicht großartig suchen, was wir noch viel besser hätten machen müssen. In meinen Augen müssen wir das Selbstvertrauen jetzt richtig mitnehmen. Und ich glaube, dass die Fans heute richtig zufrieden waren mit der Leistung. Und das muss uns einfach richtig Kraft geben. Und ich bin richtig glücklich mit der Leistung heute. Und jeder hat einfach gesagt, was in uns steckt. Und das gibt Hoffnung für mehr. Ja, ich finde es super, dass die Jungen jetzt hochgezogen werden. Zum Beispiel mit Manny Zakaria habe ich jetzt schon bei den Young Violets öfter solche Tore gespielt, dass ich auf ihm oder er auf mich diese Bälle gespielt hat. Deswegen wissen wir mal, wie wir uns einsetzen. Fitz ist genauso ein Spieler, der weiß, wie er mich und dann Manny einsetzen muss mit seinen Pässe. Und Fuhren Mondschein ist ein super Stürmer, den man immer anspielen kann. Und deswegen hat das halt wirklich in jedem Angriff eigentlich Hand und Fuß gehabt und deswegen ja, kann man zufrieden sein. Nein, ich denke, die ganze Mannschaft fühlt sich einfach wohler mit dem System. Das merkt man auch jetzt am Feld auch, dass wir drei Spiele nicht verloren haben. Ja, ich habe damals gesagt, ich hoffe, dass der Lernprozess mit der Tausender Chance abgeschlossen ist, was Chancenverwertung angeht. Natürlich kann nicht jeder Ball drin sein, aber ich habe mich richtig geärgert letztes Mal und freut mich umso mehr, dass das dann auch diesmal aufgegangen ist. Wir haben von der ersten Minute an heute in allen Belangen eigentlich alles abgerufen, was uns der Trainer mitgegeben hat. Was hat euch der Trainer mitgegeben? Was waren die Anweisungen für dieses Spiel? Ja, aggressiv gegen den Ball und schauen, dass wir vor dem Tor ruhig bleiben und die Tore machen. Der Tommy und der Grüni haben richtig aufgerannt da im Mittelfeld, haben die Bälle schnell nach vorn gespielt und dann haben wir richtig Tempo. Und dann ist einfach dahingegangen und haben das spielerisch teilweise richtig gut gelöst und sind wirklich gut vorne reingekommen und deswegen, das war ja, das top. Nächste Woche Rapid? Ja, geil.